Wir sind wieder zurück beim Let's Play von Pixelmon. Hey! Ja, so muss es sein. Wir waren stehen geblieben, wir sind hier in dieser wunderschönen Höhle und wollten uns einfach mal ein bisschen Ressourcen sammeln. Einfach, weil wir sie auch mal wieder brauchen. Wir brauchen mal wieder ein paar neue Ressourcen. Weil wir haben uns natürlich an einen komplett neuen Ort begeben. Wir haben ein neues Haus gebaut. Eigentlich, sagt man schon, ein recht schönes Haus. Fehlt eben noch ein schönes Dach. Aber ansonsten, uns jetzt fehlt es einfach nur an Ressourcen. Weil wir sind natürlich von einem Ort weit weg gekommen und dahin geflogen. Ich kann es euch gleich mal zeigen. Aha, so, und zwar war das J, glaube ich. Genau, und wir sehen jetzt natürlich gerade gar nichts. Das ist natürlich auch gut. Aber wir sind irgendwo hier hinten, ne? Wenn ihr seht schon, ich scroll hier ganz schön weiter. Und hier haben wir irgendwo unser Pokémon-Sender und hier unsere... ja, ihr wisst schon. Und das ist ein ganz schönes Stück, was wir da gereist sind. Ich hoffe, ich finde es wieder. Nein, ich finde es nicht wieder. Also, wir haben auf jeden Fall ein ganz schönes Stück zurückgelegt, mehrere tausend Kilometer. Um jetzt einfach nochmal neu anzufangen, neue Pokémon zu finden, ne? Die ersten Pokémon haben wir auch schon gefunden, neue. In irgendeiner Folge ist uns auch mal ein Bisaflor entwischt. Was heißt entwischt? Wir haben es einfach gnadenlos zerstört. Ein bisschen schade drum, weil wir es eigentlich fangen wollten. Aber was soll man machen? So, jetzt sind wir uns hier in der Höhle und uns gehen die Fackeln aus. Und hier geht es eh nicht weiter. Doch, hier geht es natürlich weiter. Mach das mal hier zu. So, das war's ja auch schon. Wir können uns mal hier ein bisschen runtergraben. Und hier haben wir Lava. Jetzt bin ich aber kurz mal begeistert. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Gut, wir könnten uns einen Ofen bauen. Dann ist die Frage, was wir aber da reinschmeißen, um den Ofen erstmal anzuheizen. Müssen wir irgendwie hier vorbei. Ich möchte nämlich nicht in die Lava fallen. Ich hoffe, jetzt kommt nicht gleich irgendwo von oben Lava. Okay, geht es ganz schön ein Stück runter. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal die Lava ausmachen. Geht die jetzt aus? Ich habe sie vergrößert. So. Läuft das hier über? Vorsichtshalber. Nicht, dass uns gleich die Lava auf den Kopf fällt. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir Redstone. Kann ich mir hier bitte mal ein Luftloch machen? Nein, ich komme hier nicht in irgendwie... Machen wir es so. Wir sollten mal das Wasser ausstellen. Das bringt hier nichts. Das bringt hier nichts. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? So. So einfach geht das. Und ich sollte nicht... Genau deswegen. Ich sollte nicht... mir unten drunter die Berge oder die Steine wegmachen. Auch genau deswegen. Da, da. Und wenn wir hier einmal gerade Dingsens haben, und zwar werden wir das auch gleich mal abbauen. Da, 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 da. Mach das mal bitte zu. Ich glaube nicht, dass wir hier auf, ihr wisst schon, auf 9 Stück kommen oder 8 Stück oder wie viel wir auch immer brauchen für ein Obsidian-Tor. Ein Höllenportal. Aber wir probieren es trotzdem mal. Müssen wir hier ein paar noch abkriegen. Müssen wir erstmal schon mal ein paar haben. Dann können wir uns nämlich irgendwann mal nochmal ein Obsidian-Tor bauen. Oder auch einfach die Lava alles verschlingen lassen. Das ist natürlich die beste Idee, einfach alles verschlingen lassen. So, ich will aber auch nicht reinrennen. Ich habe Angst in die...
Lava zu fallen. Ja, das läuft ja sehr gut. Das war alles so geplant gewesen, dass wir jetzt hier schön abbauen und 20.000 Sekunden hier auf einen Steinblock drauf rumhauen. Und dann eigentlich alles dann hier in die Lava reinfällt. War so geplant. Deswegen habe ich heute nur die Folge gestartet, nur damit ich Obsidianblock sinnlos in Lava hauen kann. Ja. So, bitte her damit, die Lava. Dankeschön. So. So, den mal hier noch. Ich glaube, das wird nicht reichen. Wir haben da jetzt schon zu viele verloren. Es hätte reichen können. Hey, wir haben einen bekommen. Machen wir mal hier den letzten noch. Und den haben wir auch bekommen. Gut. Okay, gucken wir mal hier weiter. Und das ist gleich keine gute Idee. So, hier geht's weiter. Hier sind wir übrigens jetzt in Lava-Ebene, also sollten auch hier irgendwo Diamanten sein. Und dies gilt, sie zu finden. Es reicht uns ein Diamanten. Dann können wir mit voller Freude wieder hochgehen. Deswegen graben wir uns mal hier ein bisschen rein. Jetzt haben wir natürlich keine Schaufel mit. Und eine bauen können wir auch nicht. Müssen wir uns mit der Hand hier durchgraben. Anders funktioniert es ja nicht. Gibt zwar blutige Hände, aber egal. So, ich hätte jetzt gern mal irgendwo entweder einen weiteren Tunnel oder Diamanten. Sonst gehen nämlich auch nach einer Zeit die Blöcke aus. Quatsch, die Fackeln. Gucken wir mal hier weiter. Bitte, ich möchte einen Diamanten. Ich möchte einen Diamanten. Was ist hier los? Sind wir voll? Woher haben wir die Aluminiumbarren? Ich glaube von Pokémon. Und dass wir nur zwei Redstone haben, kommt mir auch ein bisschen wenig vor. So, wir nehmen mal die Dioriten mit weg und hauen uns dafür mal die Steine. Können wir mich fürs Bauen noch verwenden, ne? Ja, sieht ein bisschen mickrig aus hier. Das sieht ein bisschen sehr mickrig aus hier. Hier haben wir wenigstens schon mal wieder Kohle. Lohnt sich wenigstens, das mal hier abzubauen. Vielleicht versteckt sich ja hinter der Kohle ein Diamant. Oder eine riesengroße Diamantader mit 100 Diamanten. Das wär's. Das wäre ein Traum. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier irgendeine Art und Weise ein Mod drin habe, was es uns ermöglicht, Diamanten zu verdoppeln. Ich glaube es aber fast nicht. So, wir gehen mal hier hinten rein und gucken mal hier einfach nochmal weiter. Irgendwo müssen wir ja mal was finden, was wir brauchen. Aber irgendwie scheint es gerade hier einfach nur nirgends ins Nirgendwo zu landen oder zumindest zu enden. Hier haben wir wieder Kohle. Gucken wir mal, ob wir vielleicht bei der Kohleader hier noch irgendwas Sinnvolles finden. Da war ein Zeichen von einer Höhle, aber wo ist sie? Über uns? Unter uns? Links, rechts, oben, unten? Die Auswahl ist groß. War natürlich immer schön, wo hier noch die Mobs an war. Wir konnten uns immer dann nach den Geräuschen der Mobs, nach Skeletten oder Spinnen oder wie auch immer, konnte man ungefähr mal ein bisschen erahnen, wo die ganzen, wo die nächste Höhle ist. Können wir jetzt momentan nicht machen, weil die Pokémon sind unter der Erde ein bisschen mager, sage ich mal. Ab und zu findet man mal eins. Meistens dann auch welche, die wir noch nicht haben. Ja, wir gehen mal hier in die Richtung. Aber die Auswahl von Pokémon unter der Erde ist ein bisschen gering.
Schade eigentlich. So, natürlich ist unsere Spitzhacke auch gleich kaputt. Wie soll das anders sein? Und wir haben immer noch keine Diamanten. Ne? Ich hätte gern 3 Diamanten. Plus einen für unseren Computer. Quatsch, für unsere Heilmaschine. Aber ich bezweifle, dass wir das bekommen. So, das Redstone nehmen wir mal mit. Ah, okay. Hä? Ach, hier unten, Redstone. Ja, da können wir das ja mal wegschmeißen, weil... Es ist auch neu. Wir können Redstone jetzt nicht mehr einfach so aufnehmen, sondern wir müssen es farmen. Und hier haben wir Gold. Dafür schmeißen wir weg Stein. Wer braucht Stein? So, ich baue jetzt mal ein bisschen hier. So, Fackel. Tja. Wir kommen hier nirgendwo raus. Hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Jetzt haben wir hier noch blauen Stein. Das ist, glaube ich, Hammer. Können wir aufheben sogar. Gut. Aber das war's auch schon wieder. Gebt mir jetzt endlich mal hier was Ordentliches. So. Ja. Eine Möwenmusik. Das ist sehr passend unter der Erde. So, na komm. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ahaha. Ah. Ist das überhaupt Diamant? Ich hoffe es. Es ist Kristallohr. Es ist kein Diamant. Es ist blöder Kristallohr. Och nö. Jetzt habe ich aber wirklich mal ganz kurz mich übelst gefreut. Und diese Freude wurde mir sofort wieder zerstört. Ja, kann eigentlich mal hier in die Richtung noch. Da habe ich mich mal ganz kurz gefreut, dass wir Diamanten gefunden haben. Und dann war es doch nicht so. Und unsere Fackeln gehen aus. Müssen wir dann bald wieder nach oben. Ohne Fackeln brauchen wir uns hier unten auch nicht aufzuhalten. Hier kommt ja gar nichts. Wenn wir so weiter graben, sind wir bald bei unserem alten Ort. Ach nee, bei Tod sind wir dann bald. Wir sind jetzt also 200 Meter schon von unserem Haus entfernt. Sind wir ein ganz schönes Stück gereist. Weiter, 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 weiter. Ich nehme jetzt mal ein ganz schönes Stück hier weiter. Und unsere Spitzhacke, es tut mir in den Augen weh, wenn ich das so sehe. Aber was soll man machen? Ja. Das Ende vom Lied ist, wir finden hier gar nichts. Gar nichts finden wir hier. Naja, wenigstens das können wir noch mitnehmen, obwohl wir, glaube ich, damit gar nichts anfangen können. Hier kommen Erde... Nein. Das wollen wir, genau. So, weiter. Hier haben wir nochmal ein bisschen anderes Erz. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist Erdöl. Nehmen wir einfach mal hier das Erdöl mit. Ob es Erdöl ist, weiß ich nicht. Tja. Folge ist auch schon wieder bald vorbei. Und wir haben hier noch nichts weiter erreicht. Ein bisschen traurig, finde ich gerade.
Ich hätte echt gedacht, wir können heute wirklich mal hier noch eine ein bisschen Gold finden, ein bisschen Diamanten. Mir würde ja auch nur einer reichen erstmal. Eisen können wir damit erstmal momentan auch gar nichts anfangen, aber wenn wir es immer haben, nehmen wir es mit. Jetzt haben wir natürlich auch Eisen zu viel. Ja, komm. Nee, was haben wir hier noch? Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Es sieht auf jeden Fall komisch aus. Steinig. Hat es? Dankeschön. Kein Diamant. Sind wir denn einfach nicht weit unten genug? Jetzt machen wir mal hier den hier. Unsere letzten Fackeln wenigstens noch dafür verschwenden, um nichts zu finden. Ach, wir sind bei Bedrock. Okay, also so viel zum Thema, wir sind noch nicht tief genug. Wir sind sogar schon bei Bedrock angelangt. Hey, was haben wir denn hier? Wir waren hier schon mal. Bestimmt sind wir an 100 verschiedenen Diamantadern schon vorbeigelaufen. Und wir werden sie nie ausgraben, weil ja irgendwann meine Motivation raus ist. Wir einfach nach oben gehen. Ja, so wird es sein. Wir haben übrigens nur noch 2 Fackeln. Eine Fackel behalten wir. Die brauchen wir dann wieder, um den Weg nach oben zu finden. Und wir finden hier keinen Diamanten. War wir zwar ein kleines Geräusch für eine Höhle. Wo diese ist, weiß ich aber nicht. Unter uns glaube ich nicht. Ah, hier unten haben wir noch was. Nehmen wir mal das hier noch alles mit. So, alles mitnehmen. Okay, hier haben wir was. Und zwar Bedrock. Ich bin begeistert. So, wir können uns nach oben begeben. Ich kann mal jetzt hier noch ein bisschen graben. So viel wie wir sehen. Ja, ein bisschen Redstone haben wir hier noch. Das war's aber auch schon. Ja, das war's mit vom Ende vom Lied. Hier gibt es nichts und wieder nichts. Kann man die mal mitnehmen? Die auch. Auch. Ihr merkt schon, ich will nicht aufgeben. Ich möchte nicht aufgeben. Und ich mache schon wieder was ganz Gefährliches und ich mache es wieder. Hahaha. Ja, wenigstens Kohle werden wir genug haben. Die können wir schon gar nicht mehr aufheben. Dann muss hier weg. Was braucht kein Mensch? Die Weizensamen. Na, dann nehmen wir hier die ganze Kohle mal noch mit. Ich wollte übrigens nochmal anmerken, ich habe es in der letzten Folge schon erzählt und ich glaube jetzt, wenn ich diese Folge aufgenommen habe, zumindest diese Folge oben ist und ihr die sehen könnt, ist es auch schon soweit. Ich habe 650 Abonnenten. Ich bin begeistert.
Ich habe nie gewollt, zumindest was heißt gewollt, ich habe es nie erahnt, dass wirklich auch mal wirklich so viele Leute sich dann die Videos von mir anschauen und auch immer so viele schöne Resonanzen kommen. So, wir werden uns jetzt mal hochgraben. Ich bin wirklich begeistert und ich bedanke mich dafür, dass ihr wirklich da regelmäßig meine Videos anschaut und anscheinend auch Spaß daran habt, meine Videos zu schauen. Das ist ja nochmal der Traum überhaupt. Es kommen ganz viele Kommentare rein, immer auch sehr viele liebe Kommentare. Natürlich auch wieder ab und zu Kommentare, wo drinne steht, ey, entweder lass mal was zusammen machen oder wie sieht's denn aus und kannst du mich abonnieren? Ich abonniere dich auch. Aber das ist weniger. Die Kommentare werden weniger und es gibt immer mehr Kommentare, die wirklich einfach sinnvoll sind, wo ich sage, hey, es gibt noch Leute da draußen, die sich wirklich nur für meine Videos interessieren und nicht dafür selber berühmt zu werden. Was heißt berühmt zu werden? Mehr Abonnenten zu haben. Deswegen, also die Kommentare werden immer weniger, wo da wirklich danach gefragt wird, Abo gegen Abo. Was ich natürlich dann gleich wieder lösche, weil die Abo, diese Kommentare seht ihr nicht. Die werden gelöscht von mir. Rigoros. Und wenn die Kommentare sich häufen, werde ich diese Person sperren. Tut mir leid, ich möchte das einfach nicht. Ich möchte keine Abo gegen Abo Sachen machen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich abgehoben bin oder irgendwie eine Art und Weise, was auch immer ihr euch da vielleicht einbilden könnt, manch andere. Es ist einfach so, dass ich nicht darauf aus bin, die meisten Abonnenten zu haben oder einer der bekannten YouTuber zu sein, die dann irgendwann mal keine Ahnung wie viele Millionen Abonnenten haben. Mir reichen diese Abonnenten, die ich jetzt habe. Ich bin natürlich immer noch froh, wenn sich auch noch ein bisschen steigert. Das liegt einfach daran, wie kann ich das erklären? Ich merke, oder zumindest man sieht ja, dass dann wirklich auch die Lust daran ist, sich meine Let's Plays anzuschauen. Und dass Leute das auch gerne machen. Und das Gefühl ist, ich sag mal, schön. Das ist wirklich, das macht mir Spaß. Dann wirklich, dann habe ich auch wieder Lust, immer regelmäßig Videos aufzunehmen. Ansonsten, ich meine, wenn ich irgendwann mal wirklich doch vielleicht die 100.000 oder wie auch immer, ich bezweifle es, aber doch irgendwann mal vielleicht 100.000 Abonnenten habe. Oh mein Gott, ich weiß dann gar nicht, wie ich das handhaben soll. Weil, ich muss mal ganz kurz schauen, wir nehmen mal hier die Fackel, nee, das ist keine gute Idee. Wir lassen das mal hier unten alles stehen. Wir gehen mal gleich hoch. Na gut, das Eisen hätten wir jetzt noch mitnehmen können, aber... Falls das doch wirklich mal eintreten könnte, dass ich 100.000 Abonnenten bekomme, ich werde da vielleicht sogar überfordert sein, weil es ist ja dann diese Pflicht da, zumindest bei 100.000 Abonnenten 100.000 Leute auch zu befriedigen und immer das Video hochzuladen, was gerade jemand möchte. Und dem werde ich einfach nicht gerecht. Und ich möchte aber immer jedem gerecht werden. Zumindest eben das genau, was er möchte, eben auch anbieten. Ne? Wenn gesagt wird, ey, mach doch mal das Let's Play, werde ich mich damit auseinandersetzen und sagen, okay, ich probiere es mal. Ich werde es erstmal sehr offline spielen. Und vielleicht werde ich es dann auch mal Let's Playen. Und das, wenn dann natürlich dann, ich sag mal, das kannst du vergessen. Ich will keine Erde mitnehmen. Wenn das natürlich aber dann irgendwann mal an die 100.000 sind, kann ich denen da nicht mehr gerecht werden. Ich könnte nicht mehr so viele... Wir sind draußen. Ich könnte nicht mehr so viele Kommentare beantworten, weil da einfach die Zahl auch einfach zu hoch ist. Ich könnte nicht mehr auf alle Fragen eingehen, spezifisch, und könnte sagen, ey, du hast den Wunsch, den mache ich jetzt einfach mal, weil es einfach sich so viele werden. So viele Fragen, Antworten und Wünsche und sonstiges, das könnte ich dann nicht schaffen. Deswegen, also mir ist es schon mal recht, dass ich jetzt wirklich zumindest diese 650 Abonnenten, die ich jetzt haben werde, bestimmt schon in dem Video jetzt, dass ich die natürlich versuche zu halten. Und gut, die 1000 Abonnenten ist ein Wunsch von mir, das wäre natürlich auch machbar, sage ich mal. Aber alles weiter, was da drüber ist, ist alles nur noch, ich sag mal, ein Wunschdenken. Aber ich würde jetzt nicht einfach dafür auf Drang hinarbeiten und sagen, hier, abonniert mich, ich möchte die und die haben, ich möchte die und die haben. So und so viele Abonnenten, sondern mir reicht es auch einfach, die Abonnenten, die ich jetzt schon habe. Und ich bin stolz darauf.
stolz darauf, dass ich so wirklich so viele auch nette Abonnenten habe, die da auch regelmäßig ihre Kommentare lassen und anscheinend auch Spaß haben an meinen Videos. Und da freut es mich auch einfach, dann Videos aufzunehmen. So, wir haben schon wieder überzogen. Wie soll das anders sein? So, da tun wir mal ganz schnell hier mal ein bisschen... Ah, das sieht ja so blöd aus. Steine. War mir doch klar. Warum kann man keine Öfen mehr herstellen? Was mache ich falsch? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum ich hier keine Steine mehr herstelle, keine Öfen mehr herstellen kann. Das ist mir ein Mysterium. Was ist mit meinen Öfen passiert? Ich weiß es nicht. Aus Steinkohle vielleicht? Nein. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe vergessen, wie man einen Ofen herstellt. Zumindest ich habe es nicht vergessen, aber anscheinend gibt es da ein neues Rezept für. Ach, hier ist alles auf Englisch. Es darf gar nicht auf Englisch sein. Warum kann ich hier nicht mal Ofen mehr finden? Spender. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Warum können wir denn keinen Ofen mehr herstellen? Das ist der ganze andere Quatsch. Ich bin etwas über... Ach, hier unten haben wir einen Bruchstein. Bruchstein, und das sind die blöden Dinger, die wir weggeschmissen haben. Haben wir Bruchstein? Wir haben 15 Bruchsteine. So, wir schmeißen jetzt erstmal die anderen Steine hier rein. Da haben wir hier Stein. Steinkohle, Bauxit-Oree. Was auch immer das ist. Andesit. Ich lese jetzt einfach nur vor. Ich glaube, dass ich das nicht richtig vorlese. So, anscheinend haben wir nicht mehr genug. Also wir sollten jetzt auch wirklich langsam mal schon mal anfangen, hier mal noch ein bisschen zu brennen. Aber ich werde jetzt gleich mal die Aufnahme erstmal beenden, ne? Sonst überziehen wir wieder so extrem. So, oh, Ofenkartoffeln. Ja, dann gibt man die mal her. So, hier Steinkohle rein und hier die normale Kohle rein. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage euch dafür bis dahin viel Spaß beim Let's Play. Bitte wieder die Saxaniten-Let's Play. Wenn es möglich ist, einfach mal auch wirklich mir eine E-Mail zukommen zu lassen. Bei Fragen, Antworten oder sonstige Spielevorschläge. Könnt ihr alles reinpacken, mir einfach alles per E-Mail zukommen lassen. Die E-Mail-Adresse steht am Anfang des Videos da. Ich werde auch auf jede E-Mail antworten. Des Weiteren freue ich mich natürlich über jeden weiteren Kommentar, die kommen. Werde ich auch wieder großzügig alle beantworten. Ich werde es versuchen zumindest, alle zu beantworten. Manchmal besitze ich auch auf Arbeit, deswegen kann ich da nicht sofort antworten und vergesse es dann. Dann einfach nochmal unter den Kommentar schreiben, hey, vergiss mich nicht, bitte schreib mir zurück. Dann werde ich natürlich mich sofort drum kümmern und zurückschreiben. Ansonsten bin ich, wie gesagt, sehr begeistert und ich muss nochmal ein Dankeschön dafür aussprechen, dass ihr wirklich so viele Abonnenten seid, die mir einfach regelmäßig meine Videos schauen. Danke dafür. Danke. Ja, ich bedanke mich und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Da werde ich dann erstmal werden wir unser ganzes Zeug mal einsammeln und erstmal ein bisschen was brennen und ein bisschen Pokémon wieder fangen. Bis dahin viel Spaß beim Let's Play und tschüssi.